Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in der Burg im Minental von Korinis und wollen mal nach dem Rechten sehen. Dabei ist uns aufgefallen, dass hier doch einige unserer Kollegen herumstravanzen, also sprich zwei Drachenjäger. Uns ist auch mittlerweile zu Ohren gekommen, dass meine Fraktion hier nicht gerne gesehen sein soll. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Denn wir sind doch alles fesche, liebe Kerle. Ja, mit Jan haben wir letztes Mal... eine Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. Ja, da sind wir auch schon drauf gekommen. Jedenfalls, ich wollte nur sagen, mit Jan haben wir noch nicht gesprochen. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Aha. Ich werde mal schauen, was man da machen kann. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Aha. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Schau nicht so schwarz. Wo kommst du eigentlich her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Das kommt uns auch bekannt vor. Was ist denn in letzter Zeit passiert? Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Es ist ja ein Wunder, dass ihr überhaupt hier reingekommen seid, ne? Haben wir denn eigentlich versucht auszurauben? Boah, ich habe ein Gedächtnis wie ein Nudelsieb, es ist ein Wahnsinn. Zuerst einmal speichern, dann probieren wir es mal. Und? Yo, 100 Erfahrungspunkte, so muss das ausschauen. Dann nehmen wir Kerolds Lederbeutel mit. Ich glaube nämlich, das war eine Quest, ich hoffe es, sonst kriegen wir Ärger. Reton, hallo, wer bist denn du? Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Was sonst? Und gegen was? Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Ja, das Erste. Und die Paladine haben nichts dagegen, dass du da bist, oder wie? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Ja, wenn das mal so einfach wäre, ne? Und warum bist du alleine? Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Ja, und hast du schon mal eins von diesen echsenartigen Drachenbiestern entdeckt? Oder hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Ja, das ist auch schlau, ne? Hattest du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Also, den Typen will ich sehen. Oh, wir, ne? Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Dein Boss glaubt wirklich, er kann hier absahnen, was? Ich gehöre nicht zu Silvios Leuten. Ich arbeite allein. Oh, na schön. Da will ich nichts gesagt haben. Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Der Typ war hier in der Burg. Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz.
Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Und wo ist er hin? Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Mhm. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Super. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Nach Hause. Nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, du magst Silvio nicht. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Verstehe. Er hat einen besten Freund, Bulko. Ja, der sich nie die Hände wäscht, wenn er was macht. Kannst du mir helfen, meine Waffe zu verbessern? Verbessern? Ich kann es nicht glauben. Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Zeig mal her. Was kannst du mir verkaufen? Ich schätze, ich habe das, was du willst, Kollege. Zeig mal her. Berserker-Axt, Barbaren-Geschichtel und so weiter. Was ist das für ein Trank? Ein 70er. Nee. Inquisitor und so. Schau dir mal meine Klinge an, Alter. Die Klaue Belias. So was hättest du gern, ne? Tschü. Okay. Ihn haben wir auch fertig. Gut. Ah, Kerold haben wir da. Ja, passt schon, ne? Parsival war doch drinnen irgendwo, glaube ich, ne? Ist wurscht. Machen wir mal hier. Kerold. Hallo. Lernen? Nö. Was machst du denn für ein Gesicht? Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sage ich dir. Aha. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Wer würde denn sowas machen? Kurz weggeschaut. Welches Pack eigentlich? Welches Pack? Ihr lumpigen Drachenjäger natürlich. Wer Danke. Sonst? Aufpassen musst du, sag ich dir. Klaue Belia, mach mal deinen Blitz bereit, ne? Da will wohl jemand geröstet werden. Hat man dich bestohlen, oder was? Weil du so aufgelegt bist, als hättest du deine Tage? Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben ja 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Du, was Natürlich legst du dann so gestohlen, auf? Du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Und was fehlt? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Wow. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Weiß ich doch nicht. Ich habe einen der Drachenjäger im Verdacht. Er lag da drüben bei der Schmiede. Ja, das ist die Wahrheit. Moment, wie sieht es mit der Belohnung aus? Ach, wir haben Geld genug. Schmiede und so. Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Nein. Warte. Moment. Wie sieht's mit der Belohnung aus? Jetzt frage ich doch. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Na gut. Hier hast du ein paar Münzen. Und jetzt erzähl. Wer ist das gewesen? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen, gib's zu. Was? Du kannst mich mal. Spinnst du? Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Alter, hast du einen Dachschaden oder was? Weg mit der Waffe. Wenn der mir jetzt verhauen will? Hey, Alter! Dein Ernst jetzt, oder was, du Waffenknecht-Trottel? Komm, brutzeln weg. Jetzt geht mit der Waffentyp an. Moment. Nee, das geht. Im Ernst, will der jetzt wirklich einen Drachenjäger verhauen? Wegen sowas. Jetzt sag mir mal die Wahrheit, ne? Dann kriegt man ja aufs Maul. Scheiße, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Entschuldigung, Wortwahl. Okay, okay, dann tun wir nochmal Stibitzen. Das mache ich noch schnell. Alter, was ist denn das für ein Trottel? Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ihn mit Dings... Moment, ich skip das schnell. Skip. Bla bla. Bla bla.
bla 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 bla. Bla 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 bla. Nochmal bla bla. Mehr bla bla. Ey, was ist. Ich hätte speichern zu, Entschuldigung, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe es vergessen, sagen wir so. Und zurück. Da wollte ich noch anschauen. Ja, verkaufen brauchen wir jetzt. Also, Handel brauchen wir jetzt nicht anschauen. Wer zum Teufel, wem gehört nicht Parsival die Schmiede? Wie geht das? Alter, das. Nee, von den Drachenjägern war es sicher keiner. Wartet mal, ich gehe mal Parsival suchen. Das lasse ich mal kurz stehen. Auch wenn es jetzt 400 Punkte gibt, aber mit Belias Klaue und so, den bringe ich ja um. Parsival, bist du hier irgendwo? Was tut das nicht? Na, du bist der Engor. Hey, you. Brauchst du vielleicht Vorräte oder so? Oh, gewagt seine Karte zu stehlen, warte. Da probiere ich mein Glück. Damals ging's nicht. Vielleicht geht's jetzt. Damals hatten wir es noch nicht mal drauf, glaube ich. Na, warte, du dreckiger Dieb. War klar, wieder zu wenig, ne? Ich wollte es nur probieren. Wo ist denn dieser Parsival? Das gibt's ja nicht. Da war ja immer in der Schmiede, der faule Hund. Wo ist schon jetzt hin? Weit und breit niemand. Wie geht das? Wo ist der Depp? Ist das wirklich wahr? Sonst quatsch schon mal mit Tandor. Vielleicht kann der da irgendwie. Hast du Neuigkeiten? Hast du Neuigkeiten? Dass ihr Drachenjäger hierher gekommen seid, ist das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Ja, toll. Tschü. Dann probiere ich ihn auch noch auszurauben. Ob das geht? Wahrscheinlich nicht, weil der diesmal, also weil der sicher sehr aufpasst. Na, warte, ja, du dreckiger Dieb. Das habe ich schon befürchtet. Wurscht. War, wie gesagt, nur ein Versuch, ne? Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Punkt. Boah, wo ist dann dieser Parsival-Trottel? Puh. Ganz deiner Meinung. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo der Trottel ist. Der war doch immer Schmied und so. Wo ist er denn jetzt? Das höre ich zum ersten Mal. Ich will jetzt auch keine unnötige Zeit vertrödeln. Das sind ja alles nur Waffenknechte, ne? Wir können nur abwarten. Jo, ich habe so einiges gehört. Lass uns mal abwarten, was da war. Weil da drinnen war er auch nicht. Dann ist er einfach mal weg. Das höre ich zum ersten Mal. Können wir die noch was befragen? Ist das wirklich wahr? Was Sachen verbessern, Jan? Ich weiß noch, dass ich ihm gesagt habe, die Drachenjäger waren's. Dann ist es zu einem Handgemenge gekommen. Boah. Und dann ist, glaube ich, er verstorben, der da. Was auch nicht, glaube ich, gescheit ist, ne? Ich glaube, ich lasse das mal. Hallo. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Oh. Warte hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Super. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und... Der ist ja bescheuert. ...seither nicht wieder. Ja, ist klar, Innos, der ist steh hin. Uns bei. Der ist sicher hin. Spinnt der denn komplett? Ja, Dachschaden und so, ne? Das passiert halt, wenn man, ja... Hey. Hey, you. Schau mal, ob es bei ihm geht. Ja, 100 Erfahrungspunkte. 110 sogar. Jöjö. Ja, und wo ist jetzt dieser Parsival-Trottel, ne? Alle hopp. Uah. Waffenknecht. Ich traue mich da nicht reinzugehen. Weil letztes Mal gab es hier nämlich einen schierchen Bug. Und das Spiel hat sich aufgehängt. Traue mich da echt nicht rein. Ich glaube auch nicht, dass Parsival da drinnen ist, ehrlich gesagt. Also da irgendwo. Uah. Langsam. Da ist irgendwo. Wo war der Trottel? Oder wo ist er jetzt? Macht er irgendwo Pause? Siesta oder irgendwas? Das gibt's ja nicht. Da hinten würde er sich wohl auch nicht verstecken, oder?
Schaut so aus, als wenn was gestorben wäre. Nö. Wisst was, wir gehen jetzt mal ein paar Orks klatschen. Das machen wir. Man weiß gar nicht mehr, wem die Klaue Belia dürstet es nach Orkblut. Wobei ich würde die Quest schon gern irgendwie erledigt haben. Ich meine, ach, scheiß doch mal drauf. Wir gehen jetzt mal. Tschüss. Da, 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 da. Alter Schwede. Fast über die Burgmauer gehüpft und dann wäre es nicht mehr schön gewesen. Nee, nee. Das hätte uns nicht gut bekommen, tut. Ach ja, natürlich. Jetzt sind da übermäßig viele Orks, ne? Hallo. Kommt's denn her? Uka-Chaka, Uka-Chaka. So, dann nutzen wir gleich wieder den Bug aus. Der Chuck-Boom, Chuck. Chuck-Boom, Chuck. Na, du sollst schon treffen. Komm, Katschung, wow, Alter. Katschung, jawohl. Und Katschang, Katschung. Und Katschang, jawohl. Trottel-Org, hallo. Wow, aufpassen, aufpassen. Katschang. Geht schon. Und? Nesseldommer. Jawohl. Jawohl. Da oben ist jetzt wieder ein Wag auch noch. Alter Schwede. He, 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 he. Ich rieche Level. Ups. So, wo ist die Waffe? Waffe? Nicht da. Wurscht. Hallo. Kuckuck. Trottel. Den können wir... Waren das jetzt gerade zwei oder eine? Da hinten! Okay, die müssen wir auch irgendwie... Komm her! Katschang! Bam, bam, boom, bam, Chepa, boom, Cash, boom, bam, bim, bam, boom. Und nochmal! Katschang! Jawoll! Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Der hat nichts. Da ist nichts zu plündern. Nichts zum Plündern? Alter, wie arm. Hallo, Trottel. Komm her. Uka-Chaka. Boah, auf den Wag da oben muss ich aufpassen, ne, dass die Sau nicht kommt. Hallo. Ja, die kommt schon. Alter, zu dir hinten, ne? Ja, der Wag kommt. Der Wag kommt. Oh, ruck. Na, Saufiech. Komm nur her. Boah, das sind so schichte Viecher, ne? Komm nur her. Und Skrüppel. Hallo? Wo ist denn der Hund jetzt? Lord. So, mal schauen, ob das gesund ist, ne? Was ich da jetzt mache. So. Zuerst muss der Wag dran glauben. Sofern möglich. Katsching. Jawohl, und nochmal, und nochmal. Komm, komm, komm. Jawohl, sehr gut. Und jetzt muss der Orkkrieger dran glauben. Ganz fix und schnell. Und Katsching. Geht schon. Jawohl, gleich nochmal. Und Blitzel. Katschang. Jawohl. Nichts zu holen. Ja, nichts zu holen, aber beim Wag. Jawohl. Her mit deinem Fell. Und alle hopp. Sehr schön. Das speichern wir jetzt mal. Warum? Weil wir es können. Und so müssen wir jetzt leider ein bisschen herumarbeiten und uns den Weg hier rundherum freischlagen. Aber es sind so viele Erfahrungspunkte, Leute, die holen wir uns alle, bevor wir es wagen dürfen, überhaupt gegen die Drachen anzustinken. Denn wir brauchen echt, wir müssen was auf dem Kerbholz haben, sonst schaut das für uns nichts gut aus. Boah, ich muss den Wag wegbringen. Wagtrottel. Irgendwas geht mir an. Hilfe! Ich glaube, es ist nur ein Ork, ne? Hört sich an wie zwei, aber es ist nur einer. Bam, batsch, bam. Katsching. Und nochmal. Komm. Jawohl, einmal geht's schon. Komm, katschang. Jawohl. Und blocken. Passt. Ja, die Orks sind halt nicht so intelligent wie wir Menschen, ne? Manche von denen brauchen halt einfach ein paar Sekündchen länger, bis sie geschnallt haben, dass sie eigentlich über den Jordan gehen sollen. Komm her, du Scheißhund. So, jetzt Kimper. Wow, Mami.
Komm her, du Saufig. Wow. Komm, Blitz, 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 Blitz. Blitz, jawohl, nochmal. Komm, hopp, hopp. Klaue Elias? Ja, oder so, das geht auch. Alter, könnt ihr euch noch erinnern, wie die uns verjausnet haben damals? So mit einem Piss und tot? Nix mehr. Jetzt machen wir die mit einem Piss tot. Na okay, noch nicht ganz, aber das wird dann schon noch. So, ich muss essen. Nur ein bisschen. Denn da vorne ist ein Ork Shami. Shami, Shami, Schamane. Der muss auch dran glauben. Wie immer speichern. Ganz vorbildlich und brav. So, komm her, du Trottel. Uka Chaka. Trottel. Dann halt so. Um Gottes Willen. Ha, ha, ha. Hi, ha, ha. Hi, ha, ha. Die werden wir alle hier hinlocken. Uka Chaka. Kommt's nur, ihr Deppen. Lauf, 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 lauf. Yeah! Jetzt geht's um. Jetzt ist ein bisschen laut alles zusammen, ich weiß. Wow. Aber das ist leider im Moment so. Kachinga, Kachinga, Kachinga. Kachinga, Kachinga, Kachinga. Wow, da kommt einer. Aufpassen. Und Kachinga. Na, Kachinga. Wow, aua. Kachinga. Na, den nehmen wir. Batsch, 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 batsch. Komm, Klaue Belia, geht schon. Jawohl. Ja, bei Melinde merkt man schon, ne? Die brauchen länger, bis die mal drauf gehen. Na, hopp. Wow, aufhören. Du da. So, hallo. Alter. Geht drauf, ha? Jawohl. Und der letzte. Komm. Und. Katschang. Komm. Na, jawohl. Boah, da schaut's aus, ne? Alle weggebrutzelt. Und nichts Stufe ab müsste auch bald sein. Da also ist Stufe aufgestiegen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da haben wir was. Looten ist jetzt natürlich eine Herausforderung. Ja. Vor allem hier unter den ganzen Ork-Leichen etwas zu finden, da dass wir zu holen. Da ist nichts zu holen. Looten können. So, mal was schnabulieren auf die Schnelle. So, weg mit den Schwammerl. So viele Schwammerl, unfassbar. Ich bin ja schon überlegen, ob ich überhaupt noch welche aufheben, also wenn ich mal wieder eine finde, überhaupt sammeln soll. So, da ein paar. So. Das ist wieder ein Speichernwert. So, ja. Dam, 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 da, da, dam, dam, da, dam. Ist das normal, dass die da? Nichts zu holen. Ja, das passt schon. Dam, 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 dam. Jetzt denkst du, wir haben jetzt alle mitgenommen, bis auf den einen Kerl da. Komm, mach hin, wir sterben. Komm, wir sterben. Jawohl, hat hingehauen. Schnell, schnell weg. Wow. Mami, hilf. Kommt irgendjemand? Ich brauche was zum Saufen. Nicht so. So, weg damit. Es scheint ruhig zu sein, ne? So, weggeschüttet. So viele Schamanen, das ist halt auch nicht nett, ne? Da muss ich mir jetzt auch was einfallen lassen. Waren wir hier in diesem Zelt eigentlich schon... Oh, Gott sei Dank, jetzt habe ich mich vor dem Schamanen erschreckt. Können wir da durch das Zelt Schaden machen? Schaut nicht so aus, ne? Schade. Was? Okay, da haben... Nein, noch kein Bug. Aber wenn ich jetzt ganz viel Glück habe... Tada! Schnell, blocken. Belia, Klaue. Macht Walde deines Amtes ganz schnell.
Nochmal. Komm, du schaffst es. Komm, mach hin. Jawohl. Und du bist jetzt dran, du Arschkopf. Komm, jawohl. Zweimal hintereinander. Jawohl. Und. Ja. So ist das schön. Hervorragend, hervorragend. Sehr, sehr gut. Ist da jemand? Mal kurz hören. Nein, schaut gut aus. Alter Schwede. Und wieder sind wir am fröhlichen Schwammerlessen. Ja. Alter Schwede, dann ich will nicht ausschauen, wie es... Also ich will nicht ausschauen, genau. Ich will mir nicht ausmalen, wie der Magen unseres Helden ausschaut. Jetzt habe ich's. Der ist sicher... Weiß ich nicht. Der hat... Da kann man dann sagen, er hat narische Schwammerl gegessen. So. Also wenn er sich nicht vegetarisch ernährt... Yeah, Mana plus 5. Dann weiß ich auch nicht. Passt. Das haben wir geschafft. Davon ist wieder ein grauslicher Warg. Ich überziehe jetzt immer ein bisschen, ne? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das gar nicht so blöd, dass wir vielleicht halbe Stündchen machen, weiß machen. Ich möchte nämlich auch ein kleines Internet-Experiment durchführen. Ich möchte dich da nicht im Unklaren lassen, was ich da im Hintergrund schon wieder alles mache. Also nicht jetzt, sondern wenn ich dann hochlade. Und da möchte ich gerne probieren, verhältnismäßig, wie das jetzt so ist, wenn ich ein halbes Stündchen warte, dann hochlade. Weil viele wissen es nicht, aber wir Ösis sind nicht gerade mit einer guten Internetleitung gesegnet. Und da möchte ich gerne ein Experimentelein durchführen. So. Das heißt, wir haben noch ein paar Minütchen. Ich glaube 4 oder so. Dann haben wir wieder eine halbe Stunde. Trottel! Trottel! Heini! Idiot! Hallo? Idiot? Ist der deppert? Hallo? Ja, der hat einen Schuh in den Schaden. Komm, Blitzel. Wow. Blocken, blocken. Jawohl. Katschinka da. Katschinka. Blocken. Katschinka. Katschinka. Blocken. Katschinka. Jawohl. 450. Ich muss weg. Ich sollte nicht looten. Ich muss mal weg. Oh, da oben ist noch ein Schamane, den habe ich gar nicht gesehen. Hör auf, mich zu hauen. Alter, ich lecke. Alter. 3 schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? 3. Ich lock sie zu unserem sicheren Plätzchen. In der Hoffnung, dass wir sie dann gut besiegen können. Also hoffen brauche ich nicht, das wird sicher so sein. Hey, Deppen. Da bin ich. Sind es jetzt nur mehr 2? Nur mehr einer? Wie scheiße. Und Katschanga. Jawohl. Erledigt. Es ist nur mehr einer gewesen. Wie gemein. Jetzt habe ich schon gehofft, dass es 3 sind oder so. Ne. Warte, irgendwo? Haben sich die Deppen gerade in dem Haus davon hineingeglitscht? Was soll man dazu noch großartig sagen, oder? Ganz ehrlich. Was soll man da noch sagen? Da kann man ja nur noch sprachlos sein, oder? Da kann man nur noch sprachlos sein. Also, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, wenn ich da jetzt halbe Stündchen Bads mache. Weil, ja, wir haben noch mehr als genug. Okay. Wow. Ich wollte nur ins Haus rein, um mich selbst schützen zu können. Wie gesagt, ich hoffe, es stört nicht, dass ich da jetzt hier und da mal halbe Stündchen Bads mache, vor allem wenn es ums Ork-Klatschen geht, dass wir da auch vorwärts kommen. Da ist nichts zu holen. Ernsthaft. Arm wie Kirchenmäuse. Weil wir haben noch schon ein schönes Eck zum Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und 20 Minuten sind halt schon mager. Und wie gesagt, dieses speziell heute möchte ich gerne probieren, wie das Internet, das ich jetzt gerade testen möchte, auch funktioniert. Hallo Trottel. Alter, voll ins Kreuz rein, ne? Die arme Sau sitzt da und tut niemandem was. Und ich hau einfach mal ins Kreuz rein. Jawohl. Da. Sehr schön, da haben wir alles geklärt, alles sauber, alles herrlich, alles fein. Prima, prima.
Den habe ich gar nicht vergessen. Zumindest ist da noch eine Waffe. So. Sehr, sehr gut. Diese Seite hier haben wir schon sauber. Das geht ja recht flott. Dafür, dass wir vorher so viel gequatscht haben und ich einen Fail wieder mal gehabt habe. Ja, und abgesehen davon, ne, allein schon von des Fails wegen, ne, ist es ja euch gegenüber nur gerecht, wenn ich da einen kleinen Ausgleich mache. Ja, und der Ausgleich ist jetzt schon eine halbe Stunde lang. Mist, verdammter. Den einen da oben, den machen wir noch als Abschluss für heute. Komm her, Trottel. Wah, ja sicher. Ja, komm her. Haha, voll von der Seite. Komm, und Belias Klaue, geht schon. Und Kabusch. Jawohl. Sehr schön. Ich liebe dieses Schwertelein. Ich liebe dieses Schwertchen. I love it. Jawohl. Gut. Dann würde ich vorschlagen, im nächsten Teil, also morgen, werden wir weiter den Ring hier säubern. Das gibt ganz schön viele Erfahrungspunkte. Wie ihr seht, wir haben gleich Level Up wieder, also die nächste Stufe. Fehlt nicht mehr viel und dann können wir mal irgendwie mal was lernen tun. Mal schauen, ich, wie gesagt, ich plädiere auf weiter Einhand, also können tun, stärken, also die Fähigkeit, ne? Dass wir gegen die Drachen vielleicht schneller ins Gefecht uns stürzen können und sie vielleicht gar nicht erst zum Angriff bringen. Weil wenn wir schneller sind als der Drache, dann glaube ich, haben wir gute Chancen. Na gut, zumindest ist das mal mein Plan so. Schauen wir mal, ob das doch wirklich so passt. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!